Und wir haben dazu zwei verschiedene Chorleiter. Gerade vorhin haben Sie erlebt, Ego Fuhrmann, der da jetzt drüben bei Andreas Pause steht.
Musiker, der Pianisten, vielleicht schon mal einen kleinen Applaus für euch beiden, die heute den ersten Teil des Konzertes gespielt haben. Und hier am Piano sehen Sie jetzt Volker Thomsen, der uns deutsche Kirchenlieder beigebracht hat, die auch ein bisschen anders sind, als wir sie vielleicht gewohnt sind, obwohl sie vielleicht den einen oder anderen Text wieder kennen. Wir nehmen das mit dem Folk nicht ganz so wörtlich, also es ist weder genau die richtige Volksmusik, noch ist es das, was unter Folk gemeinhin so ein bisschen in dem etwas liedhaften Segment verstanden wird, sondern das ist eben eine anders interpretierte Kirchenmusik in diesem Fall, und wir haben ein paar sehr schöne Lieder, wie wir finden, einstudiert, und vielleicht sind Sie an der einen oder anderen Stelle auch gewillt, ein bisschen mit uns zu singen. Also nach diesem Intro müsste ich jetzt eigentlich ein deutsches Lied machen, tue ich aber nicht. Gospel und Contemporary Gospel kann ganz unterschiedlich klingen. Und dieses Lied, das wir jetzt singen, Glorify Thy Name, ist ein schönes Beispiel. Die Melodie ist aber aus Israel. Nur der Text ist deutsch und für einen deutschen Folk and Gospel Choir, der nach Amerika fahren möchte, um uns zu repräsentieren, ist das vielleicht auch eine ganz schöne Geste. Come, 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 come
Yeah.
weil wir so viele Frauen haben und die, wie gesagt, intelligenter sind als wir, müssen die das jetzt aber in 4 Stunden Karren zu geben. Und Sie haben die Freiheit, alle Damen, die hier sitzen, sich einer Stimme anzuschließen. Das fängt hier links an mit unserem Sopran erster Hälfte. Dann kommt Sopran zweite Hälfte. Die Männer lassen wir aus, weil die müssen ja hier aus die NATO singen. Dann kommt Alt erste Hälfte, dritte Stimme. Und Alt zweite Hälfte ist die 4. Stimme. Also 4 Möglichkeiten einzusteigen, sagen Sie hinterher nicht, die hätten keine Wahl gehabt. Nur einsteigen müssen Sie relativ schnell hintereinander. Die Männer haben gar keine Wahl, die müssen sowieso. Kommt, reitet zum Mond, kommt, reitet zum Mond, kommt, reitet zum Mond, kommt, reitet zum Mond. Und die 1, und 2, und 3, und 4, hier aus dem Chor die Möglichkeit, sich ein bisschen umzuziehen, denn es sind Leute aus ganz Norddeutschland vertreten, ein ganz Teil auch aus Adendorf, sind ein paar Damen und Herren vom Gospelchor Adendorf dabei und haben gedacht, Mensch, dann strecken wir das Programm ein bisschen. Seid ihr so lieb, das ist jetzt eure Chance. Und tschüss. So, und wir machen einen spontanen Mini-Gospel-Workshop. Jetzt, es ist ein Stück, so ein bisschen aufgebaut wie so ein typisches Traditional Gospel. Der Text ist ganz einfach und einfach auch wunderschön. Was für ein Tag, Halleluja, was für ein Tag. What a day, Halleluja, what a day. What a day, Halleluja, what a day. Jetzt kommt die Auflösung, warum dieser Tag so besonders ist. Weil wir ihn gemeinsam erleben dürfen. What a day, cause we all can be together. What a day, what a day, what a day. Kennt das zufällig jemand von euch? Und die sind alle rausgerannt. Ne? Wir probieren es einfach mal. Es ist relativ eingängig von der Melodie. Ich mache es dann einfach so 3 bis 8 Mal vor. Und dann, es gibt noch mehr Strophen, noch mehr Kehrverse. Da heißt es dann noch, sing a song, Halleluja, sing a song. Sing a song, Halleluja, sing a song. Sing a song, cause we all can be together. Und dann gibt es natürlich noch, klatscht doch auch ein bisschen in die Hände. Clap your hands, Halleluja, clap your hands. Ich sag aber immer vor, okay? Dann singe ich doch einfach mal vor, wie es geht. Cause we all can be together.
eine ganz kleine Falle. 'Cause we all can be together. What a day, what a day, what a day. What a day, hallelujah, what a day. What a day, hallelujah. Zum Beispiel erwarten wir ein Wunder, dass irgendwann alles wieder gut wird. Ich sehe das Unsichtbare, ich spüre das Unmerkliche und nichts kann mich aufhalten. I'm looking for a miracle. Thank you.
sein haben wir noch. Das Stück ist normalerweise natürlich besonders geeignet, um es ganz am Ende eines Gospelkonzertes, aber eigentlich eines Gottesdienstes zu bringen. Den Text brauche ich nicht zu erläutern. Es ist deutsch und den Text versteht jeder sofort. Oh.
Amazing. How sweet the sound. I know. And if you just give me an A flat. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. This train.
Thank you so much. So now our program is officially over. This little light, I'm gonna let it shine. This little light. Ziehen wir jetzt auch wieder aus.